Den Europameisterschaft Live gibt es nicht in Tschubau. Den wird es aller Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren nicht gleich wieder geben in Tschubau. Es ist zwar bedauerlich, aber die Region lässt es momentan nicht zu. Es gibt aber trotzdem auf der Welt Rennen, auch wenn Tschubau keine veranstaltet. Und wir sind aufgebrochen nach Limoges in Frankreich zum derzeit härtesten Enduro-Rennen der Welt, dem Gilles Lallet-Classic. Wie sieht ein Enduro-Weltmeister, nämlich Uwe Weber, das Geschehen rund um den Enduro-Sport in Tschubau? Ich hoffe, dass die Motorsportbegeisterten sich so weit zusammenraufen, dass sie Einigkeit darstellen, um ihren Sport darzustellen, in einem Licht und einem Bild, der für die Umwelt und auch für alle Personen, die nicht unbedingt motorsportbegeistert sind, erträglich und ich will mal sagen, vielleicht sogar begeisterungsfähig ist. Und ich hoffe, dass der Motorsport ein etwas höheres Niveau wieder erhält, als das, welches er momentan besitzt. Dies ist vielleicht möglich, wenn es eine neue Trainingsstrecke gibt, denn ich bin der Meinung, es wird immer und zu jeder Zeit nachwachsende Jugendliche geben, die Motorsport begeistert sind. Genauso wie es Jugendliche gibt, die Fußball spielen möchten, gibt es welche, die Motorsport betreiben möchten. Und diese sollten einfach eben auch die Möglichkeit erhalten, ihrem Hobby zu frönen. Und auch Harald Sturm hat dazu eine Meinung. Es wird die Zeit bringen. Also momentan sieht es schlecht aus, würde ich meinen. Schön wie es wäre, dass wir in unserer Region so ein Rennen wieder auf die Beine stellen. Wir kämpfen darum, eine Trainingsstrecke zu errichten. Wir kämpfen darum, im Jahr ein, zwei Wettkämpfe zu bestreiten. Aber momentan ist es äußerst schwierig. Denn Motorsport ist nur durchführbar, wenn er umweltgerecht ist, wenn er sicherheitsbewusst ist und wenn alle Spaß dabei haben. Und es sollen alle Spaß dabei haben, die Leute, die fahren, die unsere Region im Motorsport vertreten und die Leute, die vielen, vielen Leute, die als Zuschauer an der Strecke stehen und die sich dabei Erholung gönnen können. So möchte ich das ausdrücken. Und das ist eigentlich der größte Wunsch für die Zukunft, dass unsere Region im Motorsport wieder das darstellt, was sie einmal war. Und dass die Bevölkerung unserer Region genau wieder so hinter einer Motorsportart steht, die viele Jahre lang das Domizil vieler am Wochenende war. Und im wahrsten Sinne einen Neuanfang, den gab es im Juli 1996. Eine Trainingsstrecke wurde eröffnet. Ich möchte das Trainingsgelände eröffnen, was das erste emissionsschutzrechtlich genehmigte Trainingsgelände hier im Mittleren Erzgebirgskreis darstellt. Und ich denke schon, dass es ein Anlass zum Feiern ist. Seitdem die neue Heimat 1990 geschlossen worden ist, gab es ja keine Alternative für den Enduro-Sport. Und ich denke, wir haben mit dem Trainingsgelände einen Anfang gemacht, weitere Genehmigungsverfahren ins Laufen zu bringen und eben den Enduro-Sport in der Region wieder weiter anzuheben. Und ich denke doch, dass mit diesem Trainingsgelände ein Anfang gemacht ist, die Motorsportregion Tschubau, Enduro-Sportregion Tschubau, wieder auf die Sprünge zu helfen. Einer der Hauptgedanken war natürlich auch mit, was in der neuen Zeit jetzt zu realisieren ist, den Motorsport im Einklang mit der Umwelt zu bringen. Wie Sie hier bestimmt auf dem Trainingsgelände schon gesehen haben, versuchen wir hier wie eine Art Pilotprojekt, sag ich mal, aus dem Bodenstampf auf die Beine zu stellen. Das beinhaltet, im Einklang mit der Natur die Trainingsstrecke zu bewirtschaften und auch zu pflegen. Den Ursprung des Enduro-Sports hier im Erzgebirge wiederbelebt, nach einer langen Pause, wo doch hier Talente schlummern, die gefördert werden müssen, nicht nur von privaterseits, auch von staatlicherseits. Alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche dem Club allzeit gute Fahrt. Und hier will ich mich mal versuchen hier. Das Band ist durchschnitten. So, wir bitten jetzt die ersten Fahrer auf die Strecke zu gehen. Und wie wird diese Eröffnung von Uwe Weber bewertet? Ja, ich muss dazu sagen, das ist eine ganz große Spitze. Es ist in der Region einzigartig, denn es ist die erste Strecke, die hier offiziell wieder eröffnet wird. Und ich denke, nur so kann es weitergehen und nur so kann der Motorsport und speziell der Endurosport in der Region bestehen.
Sie waren angetreten, um zu beweisen, dass 6 Jahre nach dem Weltmeisterschaftslauf 1990 rund um Zschopau der Endurosport in der Zschopauer Region lebt. Der Veranstalter, nämlich der EMC, also der Enduro- und Mountainbike-Club Wittstorf e.V., nannte dieses Enduro-Spektakel November Enduro 96 in und um Zschopau. Die Resonanz der Gäste war ungebrochen und dies war natürlich Ansporn für die in 15 Klassen startenden Fahrer. Die erste Sonderprüfung gab es in Grumhermersdorf auf dem sogenannten Feldgütern. Die besten ostdeutschen Fahrer aus dem thüringischen 117 Thomas Bieberbach. Er fuhr das Schillerlee Classic 1996 mit. Gibt, dass es wieder Enduro-Aktivitäten in unserer Region gibt, denn wir wissen ja, dass es sehr, sehr viele Fans für Enduro gibt und zum anderen, dass wir hier wieder mitfahren können, auch das lässt mein Herz tatsächlich schneller schlagen. Ja, soweit Christian Steinert von MUZ. Und wieder wurde Hilfe zuteil den Fahrern, die da noch im Rennen waren. Denn die ersten Fahrer waren eingetroffen. Zielankunft in der traditionsreichen Stadt Zschopau auf dem Altmarkt. Ich war in den 60er Jahren selbst aktiver Fahrer, viele Jahre rund um Zschopau gefahren. War zu dem letzten Weltmeisterschaftslauf, von dem man heute noch gerne spricht, auch als Funktionär hier mit tätig. Und habe mich, wie ich am Anfang sagte, gefreut, dass eben diese jungen Leute des Clubs aus Wittstorf die Aktivität übernommen haben und haben hier rund um Zschopau wieder eine Veranstaltung bekommen. Vielleicht kriegt sie wieder mal diese Wertigkeit eines WM-Laufes, aber das ist eine Frage der Zukunft und vor allen Dingen eine Frage, wie sich die Region auf diese mit Sicherheit Beanspruchung der Natur einstellt und Verständnis für diese Sportart aufbringt. Und wir können nur hoffen, dass die Eigentümer von Wiesen, Land, Flur sagen, gut, Enduro gehört nun einmal zu M&Z, das gehört in die Region, das gehört hierher und demzufolge auch eine solche Veranstaltung. Man sieht ja, welchen Zuspruch die Veranstaltung am ganzen Tag erlebt hat und auch hier am Schluss noch erlebt. Ciao, Harald Sturm hat die Fahrt beendet. Überstanden. Es war wohl schwierig. Ja, aber ganz anspruchsvoll. Als alter Enduro-Freak vielleicht auch etwas zu der Konkurrenz von heute. Ja, die Konkurrenz war sehr gut. Sehr viele Fahrer waren am Start. War schon nicht einfach. Aber ich werde mich auf jeden Fall hier arrangieren bei dem Rennen rund um Zschopau, weil das ist ja Tradition. Ich bin in Zschopau seit 1974, bin jedes Jahr rund um Zschopau gefahren. Also wenn man dann hier auf dem Marktplatz reinfährt und man wird so bejubelt, obwohl man nicht gewonnen hat, das möchte ich zusagen. Also gut bin ich halt nicht mehr, aber das freut ihn schon. Ich habe mich auch bei den Zuschauern bedankt, also die waren noch super, die Zuschauer. War eine super Veranstaltung, ja, hat echt Spaß gemacht, war anspruchsvoll, super Gelände. Die Zuschauer waren viele da und waren super drauf, hat echt wieder mal Spaß gemacht, seit langem. Jederzeit müsste sowas wieder durchgezogen werden, bin ich echt dafür. Und die ganze Atmosphäre auch jetzt auf dem Marktplatz hier, das ist einfach super. Das hat man in Deutschland so kein Rennen mehr. Und ein Jahr später, im November 1997, hatte sich das Rennen etabliert. Gestartet wurde das sogenannte November Enduro in Hohendorf. Hier muss ich ein Gerüstbauer eingebracht haben. Wer ist nun dabei bei den alten Herren? Ja, Jens Schäffler, da steht er. Der Jens Grüner,
Uwe Weber ist bis spät dran, der muss irgendwo noch kommen. Der hat noch mit dem Gerüst zu tun. Der Rainer Tletke und der Jens Dahlmann muss auch irgendwo rumstehen. Und das war sozusagen Pflicht für euch, in diesem Jahr diese alte Truppe wieder hier an den Start zu bringen. Auf jeden Fall. Die alte Truppe und die alten Motorräder. Das sind die original 87 Motorräder. Wo habt ihr denn die abgestellt gehabt? Wir können froh sein, wir haben Gönner, also Privatiers, die uns die Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Also hier finde ich die Achtung, einen schönen Dank dafür. Fahrt ihr in Wertung mit? In Wertung fahren wir mit, ja. Wir versuchen es, sagen wir so. Was wird denn die größte Herausforderung wieder sein heute? Ich glaube, der Skihang unten, der ist sicher total vereist. Müssen wir mal sehen. Du als Kenner der Szene, wie siehst du denn den Nachwuchs in dieser Branche? Also Fahrer haben wir genügend. Ich muss mir eigentlich nicht bange, dass da im Laufe der Zukunft dieser jene Fahrer kommt, der auch sehr gut fährt. Darf ich Hals und Beinbruch wünschen? Danke. Alles Gute. Das ist für mich die erste Fahrt wieder mal nach 10 Jahren bei Rund um Tuba und ich freue mich schon drauf, die vielen Fans noch mal und vor den vielen Fans noch mal fahren zu dürfen und ich freue mich auf ein schönes Rennen. Ich werde eine Runde wahrscheinlich fahren. Mal schauen. Eine Runde bloß? Ja, ich gesundheitlich etwas Probleme habe. Und plauder doch mal etwas aus der Geschichte. Erzähl doch mal was von deinen Erfolgen. Ja, wenn man überlegt, dass vor 10 Jahren, dass wir da die Six in Polen gewonnen haben. Ich muss es wieder sagen, ich habe es gestern Abend schon mal betont. Eigentlich ist es den Motorenbauern und den Mechanikern zu verdanken, dass wir die Six gewonnen haben. Ich meine, wir mussten sie dann fahren, aber die Vorarbeit ist immer das Absolute. Und deswegen stehen wir jetzt nach 10 Jahren eigentlich immer noch als Weltmeister im Bild. Bei mir steht 8:55 Uhr. Ich fahre dem Onkel Harald hinterher. Du kannst mit dem Skirennen fahren. Sportfreund Weber kommt natürlich wie immer zu spät. Hat dir das Gründe? Ist doch noch ausreichend. Das ist wie früher bei MZ. Uwe, Uhrwerk. Uwe, schlägt da das Herz höher heute? Natürlich schlägt das Herz höher. Erzähl mal, ihr geht heute als gute alte Mannschaft an den Start. Gibt es eine Zielstellung? Ja, auf alle Fälle unsere Leute, unsere Fans nicht enttäuschen. Das ist die Hauptsache, dass wir Spaß haben und die Zuschauer Spaß haben. Und dass wir ordentliche Zeiten hinlegen und uns nicht ganz so blamieren. Also ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht über die Zuschauerresonanz, wie sie früher schon war. Und Sie sehen ja auch, wie den Fahrern zugejubelt wird. Und die Mannschaft von 87 startet hier nochmal und die werde ich natürlich auch betreuen, so gut wie möglich. Hoffen wir, dass sie recht gut über die Runden kommen. Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, aber man muss schon noch Achtung zollen, dass sie hier noch mal am Start gehen und freuen sich sehr darüber. 3, 2, 1, los! Trotzdem ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn man nach 40 Jahren bei Rund um Tschöber immer noch am Start stehen darf. Es ist immerhin ein Geschenk. Was sagen Sie denn zu diesen alten Herren in Anführungsstrichen, die eben gestartet sind? Ja, das sind die Leute, die wir damals vor 40 Jahren schon losgelassen haben. Und das war immer ein Erlebnis, wenn sie hier die Berge da hochgekommen sind. Ist denn das noch alles etwas vergleichbar? Im Großen und Ganzen ja. Die Generationen haben sich geändert. Das ist nicht schon die 4. Generation oder die 5., die wir damit mitmachen. Aber im Großen und Ganzen ist das alles so geblieben. Und die Zuschauerkulisse? Ja, die ist wieder einmalig, wie sie immer in Tschöbau ist. Man sieht, dass in Tschöbau die Begeisterung für den Geländesport immer noch voll da ist. Leider ist unsere Industrie nicht mehr so. Aber wir wollen hoffen, dass jetzt das MOZ-Werk nun auch wieder auf die Beine kommt. Morgen! Guten Morgen! Wie läuft's? Gut? Gut. Ja. Gute Zeit? Gut Organisation, gut Special Teil, gut. Gut auf die M. Ciao. Also ich bin positiv überrascht, dass sich eigentlich unsere relativ gute Basisarbeit jetzt auszahlt. Das heißt, wir sprechen die Personen an, die schwarz im Wald fahren. Wir versuchen gemeinsam einen Konsens zu finden im Interesse aller. Und so stoßen wir eigentlich bei den Kommunalpolitikern, bei den Genehmigungsbehörden
eigentlich auf offene Ohren. Muss ich mich bedanken an der Stelle. Noch besser wie voriges Jahr. Ansonsten wollen wir dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Hier kommt gerade eine 7-8er Weltmeister-Motorrad mit einem Harald Sturm drauf. Ja, das ist spitze. Die Nostalgie, die geht auf, die kommt wieder. Wie die ganze Begeisterung in der Bevölkerung oder in ganz Deutschland, die Motorsportfans. Wir rechnen heute wieder mit zwischen 35.000 und 50.000 Zuschauern bei dem Wetter, bei der Organisation. Und bis jetzt, wir haben erst eine Dreiviertelrunde weg, lässt sich nicht viel sagen, aber wenn das so weiterläuft wie bis jetzt, haben wir wieder Geschichte geschrieben in Schöbau. Wie bist du denn mit der Kulisse zufrieden, mit der Beteiligung der Fahrer, auch aus dem Ausland? Ja, ich denke, wenn aktuelle Weltmeister hier nach Schöbau kommen, wo sie nichts zu gewinnen haben, nur Sympathie halber, weil halt wieder Schöbau ist und weil halt in Europa wieder eine große Enduro-Strecke entsteht, dann kommen die wieder Giovanna Sali, Sala, wieder Passeri. Und die anderen Großen, die sind sowieso in der deutschen Meisterschaft AI vorhanden. Das spricht für sich. Eine Tradition erfuhr Wiederbelebung. Szenen aus der Enduro-Geschichte von 1994 bis ins Jahr 1997. So, da ist der Vize-Weltmeister da, Giovanni Sala. Und ein starker Mann. Andreas Zivka hat vor Kieringen die Klasse gewonnen. Zum Abschluss noch dieses Resümee. Man braucht bloß in diesem Moment sich hier diese Stimmung anzusehen und dann kann man daraus ableiten, was sich den ganzen Tag draußen abgespielt hat. Ich glaube, es hat rundherum alles gestimmt, bis hin zum Wetter. Wir hatten die ganze Woche noch skeptisch an den Himmel geschaut und hatten immer gedacht, na hoffentlich können wir das so durchführen, wie wir es vorhatten. Und alle haben uns beigestanden, auch der da oben das Wetter gemacht hat. Und ich danke allen, vor allen Dingen eben diesen vielen, vielen Funktionären, die im Feld, im Umfeld und in der Organisation uns dazu geholfen haben, dass wir eine solche Veranstaltung, wie sie hier gelaufen ist, auch abliefern können. Lassen Sie uns erstmal die Feier über die Bühne gehen, lassen Sie uns erstmal die Wertungen mal anschauen, lassen Sie uns erstmal die Ergebnislisten auswerten, mit den Fahrern mal gemeinsam ein Bierchen trinken und vielleicht ergibt sich da dann noch so manche Aussage, aus der man unter Umständen schließen kann, dass man noch weiß, dass man noch was Böses auf die Beine stellt. Machen tun wir auf jeden Fall irgendwas. Auch Heribert Mack vom Organisationsteam versprühte Optimismus und das Ganze 1997.